Ja, André Stürzer, Ortsbürgermeister von Mielen. Ich bin heute hier beim Theater der Mühlbache, mitten im Ort. 3 Tage Theaterfestspiele in Mielen. Ich freue mich drauf, endlich wieder nach 2 Jahren Zwangspause. Und ich glaube, das kann nur gut werden. Felix ist ja noch sehr jung und hat das Stück selbst geschrieben und hat auch die ganze Probenarbeit begleitet. Und das war einfach heute super. Es hat sich alles so entladen und man konnte endlich Vollgas geben und es war so schön. Und wir haben im Herbst letzten Jahres angefangen, wir haben Workshops gemacht, Bühnenwahrnehmung, Stimme ist geschult worden, Zusammenspiel ist geschult worden und es hat sich heute, glaube ich, auch sehr, sehr ausgezahlt. Und die ganze Mannschaft ist total euphorisch, dass es alles so gut geklappt hat, dass das Publikum uns so gut getragen hat und dass die Gags auch geklappt haben und gesessen haben. Bin ich sehr froh, dass wir es dieses Jahr spielen konnten und jetzt die Uraufführung hatten. Ja, es war einfach schön, wieder
wieder spielen zu können, weil wir ja ganz lange einfach nicht wussten, was auf uns zukommen würde. Wir hatten ja das Stück quasi schon, das erste, was auch Felix, unser Regisseur, geschrieben hatte, das ist eigentlich das Erstlingswerk, auch schon gespielt, geprobt. Wir waren kurz davor, es aufzuführen, und dann kam halt wirklich dieses, es klappt gar nichts mehr, wir wissen nicht mehr, wie lange, wir wissen nicht mehr, ja, wann es wieder möglich ist. Wir haben immer wieder zwischenzeitlich ein bisschen was versucht, zu gucken, dass die Theatergruppe wenigstens beisammen ist. Aber ja, diese Unsicherheit, die einfach da war. Und dann kam einfach diese Freude, okay, wir haben jetzt etwas. Felix hat was Neues geschrieben, was auch von sich kommt. Und zwischenzeitlich hatten wir aber immer noch die Sorge, geht's überhaupt, klappt es? Haben wir Leute, die sich vielleicht doch noch infizieren? Und es gab auch Ausfälle, neue Besetzungen, und jetzt auch bis zum Schluss, die letzten Wochen, gab es noch Krankheitsausfälle. Aber dass es einfach funktioniert hat, es war einfach so schön, einfach wieder zu spielen, aus der eigenen Feder heraus. Dadurch war es wirklich auch teilweise auf die einzelnen Personen auch abgestimmt und genau auf die Figuren geschrieben. Und das ist halt das Schöne, was das Stück ausgemacht hat. War Caroline Groß, die Gattin des Bürgermeisters in mir. Und man hört, ich rede normalerweise kein wirkliches Platt, und meine Rolle wurde in Dialekt angelegt, so wie das nach Mielen gehört. Und das war auch eine Herausforderung. Ich habe auch ein bisschen Literatur gelesen und habe mich eingelesen in die Sprache. Und ja, so fordert uns der Regisseur immer wieder heraus, und es gibt immer wieder was Neues zu lernen. So ein Abend ist natürlich nur mit einem kompletten Team zu bewältigen. Theke, Küche, Dekoration, alles muss passen. Und da auch einen ganz großen Dank an das Team im Hintergrund.